Hallo und herzlich willkommen. Auf Wunsch eines Abonnenten mache ich jetzt mal fix ein Video. Und zwar wollte er wissen, wie man denn dahin kommt. Das ist eigentlich ganz einfach. Entweder ihr kommt über den Aufzug von Dektos. Wenn man den aktiviert, habe ich in einem anderen Video erklärt. Oder aber ihr kommt von hier unten an. Genau von hier, aus dem Sumpfgebiet und reitet hier hoch. Und macht diesen Dungeon, der hier ist. Dann kommt ihr anschließend hier beim Sarg raus, könnt dann hier hoch. Hier wartet euch ein Drache, aber der wird schon bei der Hälfte des Campes verschwinden. Und dann kommt ihr hier oben an und dann seid ihr schon hier. Wenn ihr über den Aufzug kommt, einfach hier lang reiten und dann kommt ihr hier so drüber, weil hier direkt ist ein kleiner Abgrund. Und das wird dann ein bisschen schwierig. So, und der restliche Weg ist eigentlich ganz leicht. Entweder kommt ihr von dort unten. Also von da vorne. Oder aber aus der Richtung hier. Ihr habt so oder so dann die Gnade hinter mir. Also der kommt von dem Weg aus. Da habt ihr die Gnade. Und dann müsst ihr nur noch hier hochlatschen. Das dauert auch alles gar nicht wirklich lang, außer ihr macht den Dungeon noch. Das dauert dann ein bisschen länger, beziehungsweise ihr müsst noch alles besorgen für den Aufzug. Dann ist natürlich auch doof. Aber das ist eigentlich nicht so schwierig. Und dann seid ihr auch schon beim angegebenen Ort, die Ruinen von Windhelm, wenn man es so ausspricht. Hier sind einige Skelette, müsstet ihr aufpassen. Und auch hier in der Mitte wird ein Seefahrer spawnen. Und der ist bei mir natürlich schon länger weg. Daher ist das ein bisschen irrelevant. Und von hier kommt ihr auch weiter unter das Haus Vulkan, wenn ihr den Weg weiter folgen würdet. Dazu müsst ihr nur hier vorne durchlatschen. Und dann kommt ihr hier unten überall einmal durch. Bis anschließend hier oben hin zum Urzauberer Azur. Das ist quasi einmal so eine Spirale, die dann langlatscht. Aber das habe ich noch in einem anderen Video erklärt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen in dem kurzen Video und viel Spaß und habt noch einen schönen Tag.